Kisten, Chaos, Muskelkater. Drei Attribute, die bei fast jedem Umzug auftreten und die Vorfreude auf den nächsten nicht unbedingt steigern. Philipp und Anne steht genau das bevor. Beide müssen umziehen, beide wollen es möglichst stressfrei über die Bühne bringen. Jörn Hagengut ist Umzugsexperte des Internetportals Immobilien-Scout24 und hat nützliche Tipps für alle Umziehenden. Eine gute Planung und Organisation ist aus meiner Sicht das A und O für einen stressfreien Umzug. Genau da hilft Immobilien-Scout24. Bei uns findet man Ratgeber, Checklisten, Umzugsunternehmen und man bekommt Anleitung, wie man einen Umzug in Eigenregie durchführt. Anne ist schon länger berufstätig und will sich vergrößern. Sie hat im Internet recherchiert und sich dann mit Hilfe eines Umzugsportals für eine professionelle Spedition entschieden. Ich wollte halt meine Freunde behalten und hatte überlegt, mir einen Sprinter zu mieten. Das geht ja auch beim Umzugsportal. Habe mich dann trotzdem für die Komplettlösung entschieden, weil ich spare halt super viel Zeit und wenn es ein bisschen mehr kostet, weniger Stress, das ist es mir wert. Philipp dagegen ist noch Student und will sparen. Deshalb muss er selbst mit anpacken. Für den Umzugstag hat er sich aber ein paar Freunde zum Helfen eingeladen. Als armer Student hat man ja heute nicht so die finanziellen Mittel, um sich so ein professionelles Umzugsunternehmen zu leisten. Aber umso mehr hilfsbereite Freunde hat man, die einen gerne mal mit anpacken. Und wenn man sich dann mit einem Bierchen bedankt, dann ist das auch gar kein Problem. Und ich denke, wir schaffen es zusammen. Philipps Einstellung teilen auch 72% der Deutschen, die wie er ihren Umzug lieber selbst organisieren und sich dabei von Freunden und Bekannten unterstützen lassen. Der Kostenfaktor spielt meist eine entscheidende Rolle. Doch auch ein Umzug in Eigenregie kann stressfrei ablaufen, wenn man ein paar wichtige Punkte beachtet. Fehler am Tag des Umzugs sind typischerweise nicht genug Helfer, nicht genug Kartons und dass man sich selbst keine Ruhepausen lässt. Philipp hat die Hinweise beachtet und bereitet seinen Umzug sorgfältig vor. Anne ist währenddessen schon mittendrin, aber sie bleibt trotzdem entspannt. Bei ihr werden die meisten Aufgaben von den Mitarbeitern des Umzugsunternehmens erledigt. Die richtige Spedition für ihre Ansprüche hat sie schnell gefunden. Ich habe mich im Internet informiert, bin auf ein Umzugsportal gegangen und habe dann mir die Kommentare von anderen Nutzern angeschaut. Und dann ist es ja relativ einfach, sich zu entscheiden. Auch Philipp hat sich bei der Planung von einem Umzugsportal helfen lassen. Hier konnte er einfach ausrechnen, wie viele Kartons er braucht und wo er den günstigsten Transporter herbekommt. Immobilien-Scout24 ist Deutschlands größtes Umzugsportal. Bei uns auf der Webseite finden die Umziehenden alle Informationen rund um den Umzug. Sie können sich informieren und auch ihren Umzug vorbereiten, aber wir helfen ihnen auch, den Umzug in Eigenregie durchzuführen oder vermitteln auch Umzugsunternehmen. Und dann ist es nach vielen Kisten und Treppenstufen tatsächlich geschafft. Philipp und Anne sind in ihren neuen Wohnungen angekommen. Wie lautet ihr Fazit? Ja, es war echt anstrengend, die ganzen Kisten hier hochzuschleppen, aber durch den persönlichen Umzugsplaner wurde mir echt viel Vorbereitung erleichtert und ich bin jetzt einfach nur super froh, hier zu sein und happy, hier die erste Nacht verbringen zu dürfen. Das hat alles super geklappt, ist nichts kaputt gegangen und selbst wenn was kaputt gegangen wäre, ist man ja versichert, das ist ja das Coole daran. Und man hat einfach keinen Stress und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ich mache das nur noch so. Auf unterschiedlichen Wegen sind also letztlich beide da angekommen, wo sie hin wollten, zufrieden im neuen Zuhause.